Best Buddy Nutrition. JL Training. Das Bankdrücken ist im Prinzip die Übung für den Oberkörper, schlechthin für die Brust, für die Schulter, für den Trizeps, selbst für den Latissimus. Und ist im Prinzip nichts anderes als ein Liegestütz mit Gewicht. Hat den Vorteil, dass wir natürlich für alle Leute, die nicht so stark sind, erstmal mit etwas weniger Gewicht anfangen können. Ja? Und die Leute, denen ihr Körpergewicht nicht reicht, können auch mehr Gewicht nehmen. Okay, leg dich doch mal bitte schon mal hin. Zum Thema Stabilität. Die holen wir zum einen über die Füße, indem wir den Körper komplett erden, die Füße auf den Boden stellen. Wer da untere Rückenprobleme hat, grundsätzlich, der stellt ruhig die Füße auf die Bank rauf. Wir sind dann zwar etwas wackeliger, haben nicht so viel Stabilität, aber immer noch besser als Rückenbeschwerden. Okay? Wir ziehen also die Schulterblätter nach hinten mit gestrecktem Arm. Die Schulterblätter hinten zusammenziehen und die Brust nach oben drücken. Die Brust raus. Da verkürzen wir auch den Weg. Ja? Und vor allen Dingen haben wir so viel mehr Grundspannung auf der Brust. Lässt mal runter das Gewicht. Ellbogen sind nicht ganz weit abgespreizt, aber auch nicht ganz weit innen, sondern neutral, 45 Grad vom Körper abgespreizt. So verteilen wir die Last auf den gesamten Oberkörper, also auf alle umliegenden Muskeln. Und jetzt drückst du das Gewicht wieder hoch. Ja, im Moment drückst du gerade nach vorne, wir drücken immer nach hinten weg. Punkt 1 ist hier, Punkt 2 ist hier. Und dann drücken wir von Punkt 2 wieder zurück zu Punkt 1. Also eine leichte bogenförmige Bewegung, sie ist nie gerade, okay? Ganz wichtig, Leute. Zur Griffbreite nochmal. Die kann variieren, grundsätzlich ein bisschen mehr als schulterbreit, nicht zu breit, soll ja auch funktional genug sein. Also ein bisschen enger, sagen wir mal 15 bis 20 cm breiter als Schultern, reicht aus, je nachdem, was ihr damit erreichen wollt. Okay, trifft den Punkt und Schub, ganz genau. Schulterblätter werden zurückgezogen, die Brust wird rausgedrückt und Schub. Als Richtlinie ungefähr knapp unterhalb der Nippel, du bist immer mit oberhalb, machen wir unterhalb, die Ellbogen sind leicht angewinkelt, nur wieder nach innen. Und dann drücken wir wieder hoch. Zack. Prima. Und Schub. JL Training. Brust raus, Schulter zurück. Wichtig ist, langsam runter und Speed rauf. Immer so langsam runterlassen, Schub, dass ihr in der Lage seid, die Hantel zu kontrollieren. Aber auch nicht zu langsam, dass ihr Kraft verschenkt. Das heißt also, ihr müsst die optimale Senkgeschwindigkeit für euch finden, um das Gewicht gut zu kontrollieren. Langsam runter. Brust berühren und Schub nach oben, Geschwindigkeit, ganz genau. Ganz wichtig zum Thema Atmung nochmal zu sagen, ihr könnt über die Atmung auch mehr Gewicht bewegen, ja? Indem ihr, bevor ihr die Hantel runterlasst, den hoch, tu mal so, als hättest du eine Hantel in der Hand. Bevor ihr die Hand runterlasst, atmet ihr tief ein. Nicht schön. Worst-Case-Szenario, so soll es nicht sein. Ihr atmet vorher ein, bevor ihr die Hand runterlasst. Maximale Spannung, Luft rein. Jetzt lasst ihr die Hand runter, haltet die Luft an, Ellbogen dicht hier. Und dann explosionsartig drückt das Gewicht hoch. Genauso. Langsam runter, kontrollierte Senkphase und schuh, raus die Luft. Dadurch könnt ihr gerade im Maximalkraftbereich nochmal enorm die Kraft steigern. Best Buddy Nutrition.